herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zur Aktienlust Spezial. Ja, was ist denn da bei Osram los? Die MDAX-Aktie, ja, massiv unter Druck und massiv in der Verlustzone. Wenn wir überlegen, die lag im Hoch bei 79 Euro. Aktuell hat sie sich gehälftelt auf nur noch 32,90 Euro. Also da hat man ordentlich Geld verbrannt. 3,9 Milliarden Euro ist die Abstrafung dieses Wertes alleine in Ziffern zu berechnen. Und seit April geht es halt eben hier tatsächlich massiv runter. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, seit April hat man jetzt auch schon die zweite sogenannte Gewinnwarnung innerhalb des Marktes platzieren müssen. Das heißt, man rechnet nicht mehr mit einem Umsatzplus von 3-5%, sondern nur noch von 1-3%. Soweit aktuell der CEO, der Vorstandsvorsitzende Olaf Berlien. Der ist natürlich darüber auch not amused, aber der Umbruch gerade in der Automobilindustrie, und da ist ja nun mal Osram einer der größten Zulieferer, der kostet aktuell tatsächlich Geld, weil halt eben die Automobilhersteller auch nicht mehr so schnell mit Aufträgen um die Ecke kommen. Die haben selber Ängste und Befürchtungen, wissen aktuell nicht, wie geht es mit Amerika, wie geht es mit Donald Trump weiter, kommt der tatsächlich mit Schutzzöllen in Höhe von 25% auf Autoteile und Lastwagen um die Ecke. Das würde natürlich die Automobilindustrie ganz, ganz klar natürlich dementsprechend belasten. Und diese Belastung würde man logischerweise dann auch an die Zulieferer, wie zum Beispiel Osram, weitergeben. Zudem haben wir dann ab 1. September dann ja auch noch das neue Abgastestverfahren, das sogenannte WLTP. Und da ist auch noch viel, viel Unsicherheit innerhalb des Marktes unterwegs. Und deswegen kommen momentan die Bestellungen halt eben relativ spärlich und nicht so üppig, gerade aus der Automobilindustrie um die Ecke. Und man muss dazu sagen, Osram verdient nun mal die Hälfte seines Geschäftes mit den Automobilen. Ja, und wenn die halt eben dementsprechend zögerlich sind, wenn die dementsprechend keine Planungssicherheit haben, wenn die natürlich nicht wissen, wie es da selber weitergeht, ja, dann gehen auch die Aufträge nicht so schnell und nicht so üppig raus. Gut, jetzt hat man schon beschlossen, natürlich vom Vorstand her einen rigiden Sparkurs zu fahren. Das heißt hier halt eben Reduzierung der sogenannten Verwaltungskosten. Klar, da versucht man natürlich logischerweise an den Stellschrauben zu drehen. Umbau der sogenannten Werkslandschaft, aber halt eben auch das Thema Personal steht natürlich im Raum bei Osram. 600-700 Stellen könnten also hier durchaus gestrichen werden. Gut, das ist natürlich der Preis, den man da letztlich für bezahlt. Und wenn es der Großindustrie, und das ist ja nun mal die Automobilindustrie in Deutschland, nicht gut geht, ja, dann geht es den Zulieferern letztlich auch nicht besonders gut. Und das haben wir in jüngster Zeit auch gesehen. Wenn die Automobile unter Druck kamen, ja, dann war auch Continental unter Druck oder halt eben der Autozulieferer Schaeffler oder Heller oder gar Infineon. Alles Unternehmen, die natürlich letztlich immer wieder natürlich auch der Automobilindustrie zuliefern. Ja, und der Bereich Elektromobilität, der läuft ja momentan auch nicht so richtig rund, nicht so richtig wie geschnitten Brot in Deutschland. Auch da ist man ja zurückhaltend letztlich und sehr, sehr zögerlich. Also das heißt natürlich ganz klar, die Kette wird dann weitergegeben von den Großen letztlich zu den Kleinen. Und dass die natürlich dann schneller noch warnen müssen, dass denen dann relativ schnell der Umsatz oder die Umsatzziele wegbrechen, ja, das sollte durchaus natürlich verständlich sein. Klar, wie gesagt, die Aktie hat ordentlich an Potenzial verloren, vor allen Dingen in den letzten Tagen teilweise über 20%, die man da an einem Tag eingebüßt hat. Also da wurde wirklich ordentlich Geld und Kapital vernichtet. Wie gesagt, von seinem Hoch in der Spitze bei 79 Euro, jetzt mal gerade bei 32, ist man natürlich meilenweit entfernt. Und dass das natürlich auch Anschlussverkäufe gibt, ja, das ist natürlich den meisten Börsianern auch klar. Heißt also aktuell für uns von der Aktienlust, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wenn es um die Automobilindustrie geht, und da natürlich nicht nur bei BMW, VW oder gar halt eben Daimler. Nein, da müssen wir auch die Automobilzulieferer im Auge behalten. Ob es, wie gesagt, Conti, Schaeffler, Heller, Infineon ist, da muss man ganz klar halt eben ein Auge drauf werfen. Wenn es den Großen nicht gut geht, ja, dann geht es auch unten den Kleinen nicht wesentlich besser.
jeden Fall hoffe ich, dass Sie jetzt verstanden haben, warum die Osram-Aktie uns derweil nach unten gelaufen und gerauscht ist. Wie gesagt, das Thema Automobilzulieferer, aktuell sehr, sehr schweres Geschäftsfeld. Damit darf ich mich mit diesem Aktienlust-Spezial zu Osram auch bei Ihnen bedanken und verabschieden. Bis zum nächsten Mal.